Hallo, ich bin Christopher Antonovic, Application Engineer bei der Contelos GmbH und ich stelle euch heute ein paar Neuerungen in AutoCAD 2024 vor. Zuallererst möchte ich einmal kurz hinweisen, dass wie jedes Jahr Autodesk sich vorgenommen hat, die Performance und die Leistung natürlich entsprechend zu verbessern. Und auch dieses Jahr ist sie auch hier, wie zu sehen, neu interpretiert und soll die Vorgänger hinter sich lassen. Ich möchte aber jetzt zuerst einmal ins Programm mit euch gehen und wir schauen uns zuallererst die Aktivitätseinblicke an. Eine neue Funktion, die AutoCAD noch profitabler macht. Wie man sieht, ist der Startbildschirm erst einmal unveränderlich. Das neue Design gibt es ja auch erst seit letztem Jahr. Und wir springen gleich in meine Beispielzeichnung, wo ich jetzt einmal die Aktivitätseinblicke kurz darstellen möchte. In dem Reiter der Ansicht finden wir unter der Palette Verlauf die Aktivitätseinblicke. Die Aktivitätseinblicke bilden ein neues Dialogfenster ein, wo man nachvollziehen kann, wer wann was bearbeitet hat in dieser Zeichnung. Als Beispiel, wenn ich diesen PC einmal herausnehme und ihn über eine Funktion wieder hervorhole und das einmal in dieser Zeichnung abspeichere, dann bekomme ich sofort eine Bestätigung, dass hier eine Bearbeitung in der Zeichnung vorgenommen worden ist. Diese Bearbeitung lässt sich auch filtern. Das bedeutet, es können entweder alle oder in einem gewissen Zeitraum nachgestellt werden. Es können bestimmte Benutzer entsprechend eingestellt werden, die in der Zeichnung vorhanden waren und natürlich welche Art der Ereignisse. Als nächstes schauen wir uns eine weitere neue Funktion an, die zu den Smart Blocks gehört. Dazu habe ich hier ein wenig was vorbereitet. Die Smart Blocks sind jetzt einerseits das Einfügen als auch das Ersetzen, hilft dabei, Blöcke beim Einbinden in die Zeichnung automatisiert einzusetzen. Das heißt, AutoCAD erkennt automatisch, wenn ich einen Block setze, in welchem Verhältnis er zu anderen Zeichnungsobjekten steht. Und wenn ich jetzt nacheinander mehrere Blöcke mit hineinbringe, sieht man an der gelben Markierung, dass er erkennt, dass dieser Block tatsächlich an diese Stelle gehört. Ich zoome da mal ein wenig rein und dann sieht man schon, genau dort, obwohl ich mit der Maus nicht auf dem Scheitelpunkt bin, klicke ich jetzt einmal rein und er hat sich trotzdem dort abgelegt. Das wäre das Einsetzen über Smart Blocks. Nun schauen wir uns die nächste Funktion an. Und zwar das Ersetzen durch Smart Blocks. Ich zoome dafür mal hier in einen bestimmten Bereich, wo ich von Laura Gensburg oder Rudolf Polanski einmal die Bürostühle einmal austauschen möchte. So, die sollen ein Upgrade bekommen und unter dem Reiter Einfügen kann ich jetzt unter Block ersetzen mir einen gewissen Block heraussuchen. Zum Beispiel eben diese Schreibtischstühle. Und werde dann, wenn ich das bestätige, einmal in meine Blocktabelle verwiesen. Das bedeutet, ich bekomme jetzt hier einerseits zu sehen, welchen Stuhl ich habe und mit welchem Block ich ihn ersetzen kann. Und ich wähle einfach aus den zuletzt verwendeten Blöcken einen aus und er übernimmt automatisch die Regelung. Das bedeutet, so kann man schnell und effektiv Blöcke ersetzen. Als nächstes würde ich euch ganz gerne ein Video zum Markierungsimport zeigen. Und zwar ist das ein Video direkt von der Autodesk. Dort sehen wir, wie das Feature Markierungsimport und der Markierungsassistent funktionieren. Und zwar ist das der Markierungsimport. Der Markierungsimport und der Markierungsimportassistent helfen dabei, wenn es darum geht, dass man Pläne, die eingescannt worden sind, direkt mit in die Zeichnung mit hineinbinden kann. Und gerade bei solchen Einbindungen hilft die KI nun dabei, dass man selbstgeschriebene Hinweise und Verbesserungen hier direkt mit einfügen kann. Um hier ein kleines Beispiel zu setzen: Existing Historic Building soll durch Heritage Building ersetzt werden. Und
Genauso wie in dem Plankopf können wir hier gewisse Details direkt zur Anwendung bringen. Das heißt, man kann es direkt über den Assistenten updaten. Man wählt entsprechend die Textzeile aus und wählt dann den entsprechenden Text dazu aus und an welcher Stelle er liegen soll. Und er wird direkt mit dem entsprechenden Stilen auch eingesetzt. Zurück zu der Namensgebung, zu der Namensänderung. So kann auch hier durch den Assistenten direkt das neu erkannte Wort eingesetzt werden. Das kann man dann auch nochmal bearbeiten, wenn es notwendig ist. Und das gilt nicht nur für Textzeilen, das gilt auch für numerische Abkürzungen, gerade wenn es darum geht, dass man eine neue Zeile mit einbringt. Eine letzte Sache, die bei dem Markup Assistant oder bei dem Markierungsimport noch wichtig ist: Man kann direkte Befehle hier aktiv mit einbringen. Das bedeutet, wenn man sieht, dass ein gewisser Befehl aktiv ist, lässt er sich automatisch anwenden. Er erkennt Befehle wie verschieben, kopieren oder löschen. Hinzu kommt, dass man Befehle oder Bereiche, die man schon ausgewählt hat, direkt jetzt hier ausbleichen kann. Somit haben wir jetzt einige Features und Neuheiten in AutoCAD 24 gesehen. Und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.